Die Woche beginnt mit einem Smoothie. Ein absoluter Standard-Smoothie. Die genaue Zusammensetzung wird sicherlich die Woche das ein oder andere Mal noch kommen. So, zum Mittag gibt es heute ein besonderes Schmeckerchen, und zwar gibt es, ja, das ist Rohkost, und zwar ist das Wildreis, der nur eingeweicht ist, und das hier, das ist ein Rezept, das ich probiert habe. Den Namen, das ist fast unaussprechlich, es ist ein japanisches Fermentationsgericht. Ich habe das 5 Tage gemacht. Das ist eine Art Kimchi, bloß eine weiterentwickelt mit Maronen und ja, durchaus sehr salzig. Deswegen braucht das Gericht auch gar nicht gewürzt zu werden, sondern einfach nur trockenen Reis oder normalen weißen Reis von mir aus oder hier wie ich Wildreis und dann diesen sehr, sehr pikanten mit Curry arrangierten Kimchi, sage ich mal, jetzt einfach ausgedrückt. Dazu gibt es auf jeden Fall ein Rezept. Das wird wahrscheinlich ja schon erschienen sein. Und wenn dem so ist, dann seht ihr das oben in den Infokarten. Ansonsten einfach bei mir auf dem Kanal schauen. Und dazu, damit das japanische Feeling komplett wird, trinke ich natürlich selbstgebrauten Kombucha dazu. Wie es das geht, das findet ihr auf jeden Fall in den Infokarten oben. Ja, da habe ich ein Video dazu gemacht. Vom ersten Pilz, den man sich schicken lassen kann, ja, bis in alle Unendlichkeit, da man den Pilz ja ewig halten kann. Ist da viel zu lernen beim Kombucha, und es schmeckt richtig geil und es hat für mich alles andere abgelöst. Ich trinke nur noch Wasser und Kombucha. So, ich bin heute außerhäuslich unterwegs und ja, worst Frühstück ever. Ich muss ja so eine Staude Banane mitnehmen, die ist total unreif, aber ich habe nichts anderes, was ich jetzt auf die Schnelle mitnehmen kann. Und von daher gibt es jetzt einfach zum Frühstück hier, weiß ich nicht, 7 Bananen oder so. So, zum Abend gibt es jetzt hier eine Nudelpfanne. Das gab es nur wirklich ewig nicht mehr bei mir. Aber ich habe heute mal richtig Bock auf Nudeln gehabt. Und von daher gibt es heute Nudeln mit chinesischem Pfannengemüse. Sonst ist nur noch ein Gewürz drin, was ich richtig geil finde. Ich möchte euch mal zeigen. Und zwar ist das hier das Ruf der Oase für Taboulet und Salat. Das schmeckt richtig geil in der Nudelpfanne, auch in der Reispfanne. Das ist von Herbaria, das habe ich aus dem Vegans. Kostet, glaube ich, 10 € die Dose, schmeckt aber wirklich gigantisch. Und es macht was richtig Tolles. Also kann ich nur empfehlen, Ruf der Oase. Und jetzt, ja, ruft mich die Nudeln. Der heute sehr späte Morgen beginnt mit einem Smoothie. Ganz normal alle Kerne und Pulver wie sonst auch. Ich habe aus dem Garten frischen Sellerie und frischen Grünkohl noch, der auch mit reinkommt. Und heute habe ich mal relativ viel Granatapfelkerne mit reingetan. Ansonsten einfach nur ein richtig geiler Smoothie. So, jetzt gibt's was richtig Leckeres, und zwar ist es ein rahmgeschnetzeltes. Da sind Kartoffeln aus dem Garten, Topinambur aus dem Garten, Grünkohl aus dem Garten, Spinat vom Lebe Gesund Versandhandel, und dazu habe ich gemahlene Mandeln und Sojasahne und Sojasauce. Dazu noch mit Kräuter der Provence, und es schmeckt himmlisch, göttlich und fantastisch gleichzeitig. Ohne Wasser sieht das doch noch viel schöner aus. Also heute wieder ein Smoothie zum Morgen, wie eigentlich immer. Also Buchweizen, dann Erbsenprotein und Reisprotein, Gerstengraspulver, Weizengraspulver und Moringapulver. Dazu haben wir noch Ginsengpulver und Neempulver, frischen Ingwer, frischen Kurkuma, MSM-Pulver und ja, sehr viel Brennnessel, also getrocknete Brennnessel diesmal. Dann Grünkohl, Spinat, dann Apfel. Granatapfel, tropische Früchtemischung, Himbeeren, Bananen, orangene Beete, Apfel, hatte ich glaube schon gesagt. Genau. Und jetzt kommt Wasser drauf und dann wird gemixt. So, jetzt gibt es bei mir einfach nur Reis. Reis, der mit ein bisschen Liquid Smoke, ein bisschen Salz und ein bisschen Knoblauchpulver. Oh, jetzt beschlägt's. Also im Instant Pot gemacht wurde, und einfach nur den Reis. Ich hatte Appetit auf richtig rauchigen, geilen Reis. Und das gibt's jetzt. So, das ist jetzt 3 Stunden Arbeit und 5 Stunden warten. Jetzt haben wir endlich eine Aubergine, gefüllte Aubergine. Sehr lecker. Und heute Morgen gab es auch wieder einen Smoothie. Genauso wie die letzten Tage. Auch ganz normal mit all den Zutaten, die ich mal reinmache. So, mittags gibt es jetzt 3 Äpfel und eine ganze Dattelschale, die allerdings jetzt schon fast alle ist. Aber ich habe glücklicherweise noch dran gedacht, aufzunehmen. Zum Abend bediene ich mich jetzt hier von meinen Bananen.
werde, denke ich, auf jeden Fall hier so 5 essen und dann vielleicht hier noch die 3. Werde auf jeden Fall jetzt mich an Bananengütliche laben.